Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ihr Lieben, wir sind unter uns ein paar Minuten, 5 Minuten, hier im Radio bei 1 Live und dann erst schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben eine freie Sendung, freie Themennacht heute. Nochmal die Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 50 50 oder die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Christine ist meine erste Frau heute Nacht, meine erste Anruferin. Christine, 44, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Um was geht's bei dir? Domian, es geht darum, dass ich nach 6 Jahren leider verlassen werde von meinem 17 Jahre jüngeren Freund. Warum will er dich verlassen? Ja, vor 6 Jahren haben wir uns kennengelernt. Er hat sich in mich verliebt, ich mich in ihn. Und ich habe ihm also das Leben ganz gut gestaltet, ihn aus den Schulden rausgeholt. Ich habe ihm seinen Traumberuf verschafft. Er ist jetzt Fernfahrer, was er seit Jahren wollte. Ich habe ihm wirklich alles gemacht und getan. Und er hat es sich wohl so ausgedacht, er möchte sein Leben jetzt alleine gestalten, er möchte auf eigenen Füßen stehen und er liebt mich nicht mehr so, wie er liebt und mein Kopf kann das also nicht verstehen. Jetzt muss ich mir nochmal rechnen oder erspar du mir die Rechnerei. Wie alt war er, als ihr euch kennengelernt habt? Er war 21, ich war 39, heute ist er 27 und ich bin 44. Wir hatten eigentlich eine schöne Zeit, eine liebevolle Zeit und er so liebevoll mit mir und womit ich jetzt nicht umgehen kann. Also wenn er mich anruft, das ist nur noch, als wenn ein Fremder mit mir spricht. Das ist also, wenn ich mit dir jetzt rede, ist es noch viel persönlicher, als wenn er mit mir jetzt redet. Auch die SMS, die er schreibt, sind völlig förmlich. Und also ihr lebt nicht in einer Wohnung? Doch, das letzte Wochenende steht jetzt bevor. Am 1. ist seine Wohnung und dann er zieht er dann aus. Wann hat er das gesagt zu dir, dass er dich nicht mehr liebt? Ja, das ist so ungefähr jetzt so 3-4 Wochen her. Ja. Und kam das aus heiterem Himmel oder hast du das schon gemerkt? Da ist irgendwie was in der Luft. Ja, ich habe schon so ein bisschen gemerkt. Wir hatten im August schon mal so das Thema und da fing er schon an. Er sagte, ich weiß nicht mehr, ob meine Liebe ausreicht. Und da hatte er sich schon mal Wohnungen angeguckt und kam abends wieder, hat dann wieder weinend hier gesessen, hat gesagt, ach, ich schaffe es doch nicht, dich zu verlassen. Ja, aber es ist keine andere Frau im Spiel. Nein, er sagt zwar, da ist keine andere Frau im Spiel. Ich weiß es nicht, aber es ist auch so für ihn, er ist so... Wenn er saß hier, gestern war er noch kurz hier und dann haben wir gesprochen und dann, ich sagte, wir haben uns ganz vernünftig unterhalten und dann sagte er, guckte er mich an und sagte, weißt du, worauf ich gerade Lust habe? Ich sag, was denn? Ja, sagte er, ich habe Lust, dich in den Arm zu nehmen und zu küssen. Und also ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Hat er das denn getan? Er hat mich dann in den Arm genommen, ja, aber er sagt selber, es fällt ihm schwer, sich von mir zu trennen, Hat er dich in den Arm genommen und hat er dich auch geküsst? Nein, er hat mich in den Arm genommen. Aber ich merke schon, er sagt, er hat so eine Mauer um sich aufgebaut, damit er nicht mehr umkippt. Ich sage, du kippst ja auch nicht mehr um, die Wohnung ist ja schon angemietet, aber das ist ganz fürchterlich alles. Was bimmelt denn da? Ach, das war eben das Handy, das ist gerade weg, ja. alles reden hat, glaube ich, keinen Sinn, wenn man sich diesen Hauptsatz vor Augen führt, wenn er sagt, ich liebe dich nicht mehr. Ja. Das ist es. Dass dem das natürlich auch schwer fällt. Und das ist, ist es ja kein bösartiger Mann. Nein. Dass das schwer fällt, mit dem man 6 Jahre zusammen war, mit dem man viel Gemeinsames erlebt hat. Ja. Davon dann loszulassen, ist ja auch verständlich. Ja. Aber er liebt dich nicht mehr. Das ist natürlich ganz furchtbar, wenn man das gesagt bekommt, wenn man selbst noch liebt. Und ich gehe davon aus, bei dir in deinem Fall, dass das so ist. Ja, das ist, also ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass diese 6 Jahre, das ist unvorstellbar. Und wenn er dann vor mir sitzt, okay, ich habe auch alles durch, jede Phase. Ich habe geweint, ich habe geschrien, ich habe ihm hinterher, es ist alles. Aber er hat dann auch noch gesagt, schmeiß dich nicht weg. Und du kannst keine Freundschaft erzwingen, weil er meinte, wir wollen dicke Freunde bleiben. Und jetzt auf einmal gestern, als wir telefonierten, kam so das Gefühl, Gott, wir verstehen uns jetzt viel besser, als wenn wir zusammen sind. Aber das ist
ja, und dann hat er jetzt mit Angst und Panik bei mir, dass ich wieder so Angst- und Panikattacken bekomme und natürlich tief in der Depression stecke und ich weiß nicht, wie mein Kopf das jetzt verarbeitet. Weißt du, was auf keinen Fall passieren darf? Dass jetzt unterbewusst du das irgendwie so lancierst, unterbewusst, also ich unterstelle es dir nicht, dass er quasi aus Mitleid bei dir bleibt. Nach dem Motto, ich werde jetzt wieder krank, ich kriege Depressionen nein, und so. Ne? Das darf auf keinen Fall passieren. Das würde er auch nicht tun. Er sagt auch, er will mir nicht sagen, dass er mich noch liebt, wenn er mich nicht mehr liebt. Und hast du eigentlich mal die Frage gestellt, ich meine, die kann man wahrscheinlich gar nicht so beantworten, aber stellen kann man sie mal, warum liebt er dich nicht mehr? Ja, das habe ich, aber dann heißt es, lass mich bitte in Ruhe, ich möchte nicht mehr reden, du immer mit deinem Warum, 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 dann wird er halt sich böse und sagt, es ist nun mal so. Mhm. Weißt du, was dann, glaube ich, wirklich jetzt das Beste, das Allerbeste ist, Christine? Na, ich weiß nicht. Dass du ihn erstmal loslässt. Lass ihn gehen, lass ihn los und hoffe darauf, dass vielleicht dadurch, dass du ihn loslässt, das Ganze sich ein bisschen entspannt. Und ihr vielleicht irgendwie einen Anfang nochmal findet. Aber ich glaube, wenn du jetzt weiter agierst und irgendwas tust, machst du alles kaputt. Ja, er hat kaputt. Aber auch schon knallhart gesagt, er sagt, es wird nie wieder so, wie es war und ich soll keine Hoffnung haben. Das hat er mir also knallhart schon gesagt. Okay, umso wichtiger, dass du ihn loslässt jetzt, um nicht noch mehr kaputt zu machen, um nicht deine Achtung zu verlieren vor dir selbst und dass er die Achtung vor dir verliert. Denn ich verstehe geh raus aus der Beziehung. Ja. Ich versuche es immer zu verstehen. Natürlich hat er sich entwickelt von 21 bis 27. Das ist mir alles klar und ich verstehe auch. Ich gehe auf die 45 zu und er sagt auch, das war nicht das Thema, das Alter. Das glaube ich ihm auch, weil er immer ein liebevoller war. Aber jetzt auf einmal dieses Fremde und so, das ist einfach schrecklich. Also Christine, ich sage dir von meiner Warte aus, von dem, was du mir jetzt erzählt hast, geh raus, lass ihn los und sei tapfer dabei. Und da muss ich dich jetzt leider verabschieden, weil gerade der Fernsehvorspann läuft. Ja. Aber ich habe auch wirklich alles jetzt gesagt, was ich dazu sagen wollte. Ja, ich denke auch. Ich danke dir. Alles Liebe von Herzen. Dankeschön. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt schaltet sich gerade das Fernsehen dazu. Und ich sag mal rasch guten Tag den Leuten draußen vor dem Fernseher. So, ihr Fernsehmenschen draußen im Lande, schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir bitten, die Verspätung zu entschuldigen, aber wir sind ja jetzt da, ihr seid auch da. Also kann es losgehen, also kann es weitergehen. Wir haben eine Freithemennacht heute und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft doch einfach an. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Meine obligatorische Frage an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier in der Sendung zu unterhalten? Das frage ich doch einfach jetzt mal ganz keck den Markus. Markus ist 22. Hallo Markus. Hallo Domian. Hallo. Ja, was ist dein Thema? Über was möchtest du sprechen? Ja, über mein ereignisreiches Jahr. Bitte? Über mein ereignisreiches Jahr. Ich habe anders schon gesagt, im April diesen Jahres hat sich mein Vater das Leben genommen. Ich habe ihn erhängt in der Garage gefunden. Und seither ist einfach sich alles nur noch ein Chaos gewesen, bis vor kurzem. Warum hat dein Vater sich das Leben genommen? Wissen wir nicht. Er hat weder einen Abschiedsbrief hinterlassen noch irgendwelche Andeutungen gemacht. Das Einzige, was wir vermuten, ist wegen seiner Ex-Freundin, da die ihn verlassen hat, der wurde praktisch eingetauscht gegen einen anderen. Aha. Also deine Eltern leben nicht mehr zusammen? Nein, meine Eltern sind schon seit 3 Jahren geschieden. Ja, und er hat eine Freundin und die hat ihn auch verlassen. Ja. Und das ist deine Vermutung, dass er das nicht hat verkraften können? Ja, halt die Art und Weise, wie er es gemacht hat. Und wie alt ist dein Vater geworden? 43 ist. 43 erst. Und du hast ihn gefunden? Ich habe ihn gefunden, ja, und dann noch abgehängt und. Abgehängt selbst? Notarzt gerufen und. Oh je, oh je, warst du da alleine? War ich alleine, ja. Mein Vater und ich haben alleine zusammen gewohnt. Gott, was für eine Situation. Du kommst in die Garage und siehst deinen Vater da. Ja. Er hängt hängen. Warst du wirklich dann so geistesgegenwärtig und hast sofort ihn abgehängt und sofort den Krankenwagen angerufen? Ich habe dort in dem Moment, ich glaube, das würde jeder machen, ich habe gar nicht mehr überlegt. Ich bin hochgerannt ins Wohnzimmer, habe einen Notarzt gerufen, bin dann runter, habe ihn abgehängt, habe die Schlinge vom Hals weggemacht und habe ihn noch probiert wiederzubeleben. Was aber nichts genutzt hat. Nee. Er war schon verstorben, als du in die Garage kamst. Er war schon so circa 4 Stunden tot. 4 Stunden schon. Ich bin vielleicht im Roten Kreuz. Das ist ungefähr 10 Mal probiert,
mit Herz-Lungen-Massage wieder zu beleben habe, aber auch gleich gemerkt, er ist schon steif und kalt und Das ist auf der einen Seite ein grauenhaftes Erlebnis, ein Schock ohne Gleichen. Und auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch so ein bisschen Zorn auf den Vater entwickelt, dass er dir das angetan hat, dass er dir zumindest nicht erklärt hat, warum er das tut. Zorn weniger, nur Enttäuschung. Mhm. Weil das war nicht seine Art, er war immer ein Kämpfer. Mhm. Jede Nacht LKW gefahren, nur um das Haus zu bezahlen. Mhm. Und wir hatten viele, viele Diskussionen, wo er auch zu mir gesagt hat, weißt du, ich mach's weniger für mich, ich habe später, wenn das Haus mal abbezahlt ist, nicht mehr so viel, aber Hauptsache ihr Kinder habt einen guten Start ins Leben. Wie viele Kinder sind das? Also ich habe noch eine Schwester, die ist 20, aber die wohnt schon länger nicht mehr zu Hause. Ja. Wie war dein Verhältnis zu deinem Vater? Eigentlich sehr gut, wir hatten ein sehr ähnliches Verhältnis, konnten auch über alles miteinander reden. Mhm. Hast du Kontakt aufgenommen mit seiner Ex-Freundin? Nee, gar nicht. Weiß die gar nicht, dass er verstorben ist? Doch, klar. Es war am Anfang mal noch klar, dann kam natürlich auch die Kripo, wirklich Fremdeinwirkungen auszuschließen. Sie wurde da auch befragt und ich möchte aber auch gar keinen Kontakt, bin ich ganz ehrlich. Auf sie habe ich einen wahnsinnigen Zorn, ja. Ja. Gibt es denn darüber hinaus, über diese Vermutung, dass es mit der gescheiterten Liebe zusammenhängt, doch vielleicht noch irgendeine andere ganz leise Spur, wo du sagst, finanziell... Allein sein hat ihn halt fertig gemacht. Mhm. Ist einfach, ja. Und war es finanziell? Gab es da vielleicht doch noch größere Probleme? Es war Probleme weniger, es war eng, klar, aber heutzutage, wenn man ein Eigenheim hat, ist bei den meisten Leuten eng, ne? Mhm. Aber es war zu schaffen. Mhm. Wie ist das jetzt? Musst du aus dem Haus raus, oder? Bin ich schon, ja. Wir haben es verkaufen müssen dann. Ja. Und ich habe jetzt eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung und haben das Haus dann noch verkaufen müssen. Mit wem sprichst du über dieses, was passiert ist? Mit wem kannst du darüber sprechen? Klar, mit meiner Schwester. Die Familie ist auch jederzeit für mich da. Ja. Auch und ich habe in der Zwischenzeit eine ganz liebe Freundin gefunden. Ja. Mit einer Partnerin. Mit der ich auch über alles reden kann. Aber dennoch ist es natürlich wahrscheinlich permanent in dir und auch diesen Anblick, den wirst du wahrscheinlich dein ganzes Leben lang nicht vergessen. Er wird dunkler, aber er wird immer wieder kommen. Mhm. Die Erinnerung wird dunkler, aber sie kommt immer wieder. Ja. Deine Mutter, also seine ehemalige Frau, was sagt die dazu? Wir haben nicht so ein besonders ähnliches Verhältnis. Nicht besonders gut zu sein. Ja. Mhm. Ich sehe also, ja, wie soll ich sagen, ziemlich falsch. Mhm. Also ist so der Engelkreis, das ist deine Schwester und das bist du. Ja. Die dann auch so nah um deinen Vater herum waren. Ja, genau. Ja. Mhm. War die Schwester auch öfters da bei euch im Haus? Ja, also mindestens jedes zweite Wochenende. Ja. Da sehe ich eben wegen einer Ausbildung weggezogen damals und jetzt mittlerweile, sie wäre normalerweise dieses Jahr wieder zurückgekommen. Mhm. Weil die Ausbildung mit Erfolg beendet hat. Aber daraufhin, dass mein Vater gestorben ist, Haus verkauft haben, ist sie dann mit ihrem Freund zusammen. Mhm. Wäre es für dich einfacher, wenn er einen Brief hinterlassen hätte und wenn er es genau erklärt hätte, warum er das tut? Ja. Ja, das glaube ich auch. Man wüsste ganz gewiss, warum und weshalb. Mhm. Die Frage stellt sich halt immer wieder, warum? Mhm. War sie das wert? War das wert? Gut, ich bin mir sicher, wenn das nochmal die Entscheidung zu treffen hätte, er würde das nicht mehr tun. Bin ich mir einfach ziemlich sicher. Wenn er nochmal die Entscheidung zu treffen hätte? Ja. Mhm. Aber er muss in diesem Moment so verzweifelt gewesen sein. Wir haben es auch anhand von seinem Handy gesehen, dass er eben an diesem Morgen mit seiner Ex-Freundin noch sehr viele SMS hin und her geschickt hat. Mhm. Und, konntest du denn lesen, was für SMS das waren? Er hat sie angefleht, nochmal zu kommen. Über alles zu reden und sie hat ihn halt abgewiesen, die ganze Zeit nur. Ah, ja. Ja, dann deutet es ja wirklich sehr darauf hin. Ne? Ja, das an diesem Morgen als der Auslöser, zumindest der Tropfen, das fast zum Überlaufen gebracht hat, wirklich das war. Und du sagst, dass er sonst eigentlich eine Kämpfernatur war und sich nicht so schnell hat unterkriegen lassen. Er konnte normal nicht so schnell aus der Bahn werfen. Mhm. Ja, das ist so oft bei Männern, die nicht sehr viel reden,
da guckt man nicht hinter, die wirken stark und irgendwann passiert dann etwas und die nähere Umgebung sieht es ganz anders und das haut die Leute dann um. Ja. Mhm. Wie trauerst du? Gehst du oft zum Grab oder sprichst du so in Gedanken mit ihm auch oder wie machst du es? In Gedanken spreche ich sehr viel mit ihm, auch am Grab. Ja, ich gehe, gut, ich bin gerade mal 20 Kilometer und wir haben ihn in seiner Heimatstadt beerdigen lassen. Wie viele Kilometer? 25. 25, ja. Ich gehe natürlich auch oft auf den Friedhof. Mhm. Ist es so für dich so präsent und so gravierend, dass du sagst, ich kriege gar nicht so mein normales Leben, meinen Alltag mehr geregelt? Mittlerweile geht's. Also seit ich das Haus, seit ich aus dem Haus draußen bin, wurde ich nicht, jede Ecke an ihn erinnert, auch das Bild an der Garage, ist es um einiges besser geworden. Dass ich jetzt einfach sich besser mit der Situation klarkomme. Ja. Also ich finde ganz toll, dass du eine Freundin hast, wie du es gerade beschrieben hast, die dir sehr zur Seite steht. Und es ist auch gut in der Situation, dass du mit deiner Schwester sprechen kannst. Ja. Auch mit der Rest der Familie kann ich jederzeit. Ja. Das ist ein sehr, sehr schlimmes Unglück, was euch widerfahren ist. Ja. Ich würde dir gerne anbieten, dass du noch einige Worte mit meiner Psychologin sprichst. Mhm. Möchtest du das? Gern. Markus, dann schlage ich vor, dass du auflegst und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich sofort an. Alles klar. Ich wünsche alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Hier ist Sabine. Und Sabine ist 23 Jahre alt. Hallo Sabine. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich wollte mit dir gerne darüber reden, weil ich nicht weiß, ob ich mich von meinem Mann trennen soll oder nicht. Mhm. Wie lange seid ihr verheiratet? Verheiratet sind wir ein Jahr. Mhm. Wie lange kennt ihr euch? 6 Jahre. 6 Jahre? Ja. Mhm. Ja. Mein Mann schlägt mich, wenn sie umstreiten. Kommt oft vor. Mhm. Und ich weiß nicht mehr weiter. Wir haben ein kleines Kind, das jetzt 14 Monate alt ist. Und ich weiß nicht mehr weiter. Wie oft schlägt er dich? Das kann man... Ja, es kommt schon vielleicht 3-4 Mal im Monat vor. 3-4 Mal im Monat? Ja. Das ist ja sehr oft. Und geht das schon sehr, sehr lange so? Ja, das war halt 3-4 Mal vor meiner Schwangerschaft vor dem Kleinen. Mhm. Und seitdem Kleine auf der Welt ist auch. Mhm. Also nachdem, während der Schwangerschaft nicht, aber danach. Ja, was sind das für Anlässe, in denen er ausrastet? Es gibt einfach, eigentlich denke ich mir, es gibt keinen Anlass, aber er meint immer, ich treibe ihn immer so weit, bis er ausrastet und dann... Also sind das irgendwelche Alltagsprobleme, über die ihr euch dann unterhaltet oder streitet und dann wird er handgreiflich? Genau. Ja. Also er sagt mir immer, ich soll ihn in Ruhe lassen, nur ich möchte dann darüber reden und er möchte nicht und dann... Ja, was macht er dann genau? Wie schlägt er dich und wohin schlägt er dich? Ja, meistens nur in dem Arm. Also ins Gesicht kam das nur einmal vor, aber das meiste halt im Arm, dass ich schon blaue Flecke hatte. Und also er schlägt dich auf den Arm drauf? Genau da, wo du zeigst. Ja, genau. Also Oberarm. Mhm. Mhm. Und kräftig, dass du blaue Flecken hast. Genau. Mhm. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Manchmal, der kann auch nett und lieb und alles sein, der tut alles. Aber halt, wenn er so seine Aggression dann bekommt, während wir streiten, dann ist vorbei. Wie ist euer Sexualleben? Wir haben gar keinen mehr. Seit wann nicht mehr? Schon länger. Also es kommt ab und zu mal vor, dass da was passiert, aber... Und das ist dann auch nur irgend so eine Pflichtnummer, oder? Ja. Ja. Also gerne, wenn er dann so nett und lieb ist, dann macht man das schon gerne, aber man denkt oft daran, währenddessen, dass was auch halt passiert ist. Ist es so weit schon und so schlimm, dass du eigentlich auch Angst vor ihm hast, dass es dann wieder eskalieren könnte? Nur wenn wir streiten. Mhm. Nur halt, wenn wir wirklich streiten und dann merke ich, ja, du musst jetzt wirklich zur Seite gehen, sonst könnte es wieder passieren. Mhm. Er warnt mich auch immer, dass ich ihn in Ruhe lassen soll, dass er nicht mit mir darüber reden muss, aber... Und wenn du dann weiter sagst irgendwas, dann hast du eine Hängen am Arm zumindest. Genau. Und einmal ins Gesicht, sagst du. Ja. Sehr schlimm ins Gesicht. Nein, ich hatte nur kurze Zeit einen roten Fleck, aber mehr auch nicht. Hat er sich danach, nach solchen Attacken, schon mal entschuldigt bei dir? Beim ersten, zweiten Mal schon, aber danach nicht mehr. Dann nicht mehr? Nein, er sagt, ich bin auch immer selber schuld,
weil ich ihm halt aus dem Weg gehen soll und halt nicht noch provozieren zusätzlich. Wie geht das dann danach? Ist denn erstmal Funkstille zwischen euch ein paar Stunden? Oder? Ja, ein paar Stunden ist gut. Manchmal reden wir ein paar Tage nicht mehr miteinander. Was ja auch zermürbend ist, ne? In einer Beziehung, einer Ehe, einer Gemeinschaft, wenn da nicht gesprochen wird. Ja. Das ist ja furchtbar. Er möchte auch nicht mehr mit mir reden. Manchmal, ich zwinge ihn schon, mit mir zu reden. Er möchte nicht. Mhm. Dann mache ich überall Kerzen, damit er halt mit mir redet. Er möchte einfach nicht mehr. Mhm. Was empfindest du denn für ihn noch? Domian, ich weiß es nicht. Irgendwo liebe ich ihn schon, weil er auch richtig gut sein kann und alles. Mhm. Aber weißt du, wenn man schon sagt, ich weiß es nicht, irgendwo liebe ich ihn schon, heißt das eigentlich im Klartext, richtig und so wie sich das gehört, liebe ich ihn nicht mehr. Mhm. Ne? Sonst würde man ja wie aus der Pistole geschossen sagen, ja, ich liebe diesen Menschen. Lass uns mal umgekehrt spekulieren. Was mag der denn für dich empfinden noch? Ich weiß, manchmal sagt er liebt mich gar nicht mehr. Ich soll nur noch abwarten, bis die Scheidung kommt. Ach, das sagt er? Ja. Er sagt das so? Ja. Neuerdings haben wir uns gestritten. Er sagte, ich soll ihn in Ruhe lassen. Am liebsten würde er meinen Kopf im Klo runterspülen. Und ihr habt ein kleines Kind? Ja. Das ist ganz, ganz, ganz jung? Ja, 14 Monate. Und das hat ihn auch nicht, nachdem das Kind auf die Welt kam, dass ihn das irgendwie neu geformt hat oder dass euch das näher zusammengebracht hat? Nein, im ganzen Gegenteil. Im Gegenteil. Mhm. Also für dem Kind ist er der tollste Vater, den es gibt. Ah ja, das ja. Mhm. Sag mal, Sabine, was du mir jetzt gerade erzählt hast, ist aber wirklich ganz schlimm, wenn der sowas sagt mit dem Kopf, die Klo runterspülen und ich liebe dich gar nicht mehr bis zur Scheidung. Klingt das ja nun wirklich so, als wäre da alles, alle Luft raus, die da irgendwann mal in eurer Beziehung war. Was hält dich davon ab zu sagen, ich mache das nicht mehr mit, ich gehe? Ich weiß nicht, vielleicht mein Kind, dass meine Eltern enttäuscht sein würden, ich weiß es nicht. Ich habe Angst zu gehen. Aber vielleicht ist nach anfänglichen Schwierigkeiten, es gibt so viele Menschen, die alleinerziehend sind, nach anfänglichen Schwierigkeiten das Leben schöner und entspannter, als du es jetzt hast. So wie du mir das schilderst, hast du kein schönes Leben. Ich weiß. Ich habe recht, ne? Ja. Weißt du, das scheint mir so zerrüttet zu sein, dass ich gar nicht den Vorschlag machen möchte eigentlich, obwohl, lass uns drüber reden, dass ihr beide vielleicht nochmal zu einer Eheberatung geht. Habe ich ihm auch schon gesagt, er möchte nicht. Das möchte er nicht. Er sagt immer noch, ich soll mich alleine behandeln lassen, weil das alles an mir liegt, weil ich ihm anfange zu sticheln. Sabine, geh. Geh. Und hol dir Hilfe von außen. Wenn er das so lapidar sagt, ist das durchaus auch richtig. Hol du dir noch Unterstützung von draußen, von einer Beratungsstelle, dass du Hilfe bekommst, einfach richtige faktische Hilfe für all die Probleme, die auf dich zukommen, organisatorischer Art, aber eben auch seelischer Art. Ich finde, wie du es jetzt geschildert hast, klingt es so kaputt, dass man gehen muss, dass man sich trennen muss. Ja, aber manchmal merke ich selber, dass es ihm halt leid tut, dass er halt möchte, dass es anders ist. Ja, aber merkst du, wie du dich am kleinsten Strohhalm festhältst? Wenn er manchmal irgendwie vielleicht so ein ganz klein bisschen nett ist, dann denkst du, also er ist vielleicht generell doch wieder ganz toll drauf und liebt mich. Aber das, was du vorhin alles erzählt hast, spricht ja radikal dagegen. Wahrscheinlich würde er sich gar nicht groß wehren, wenn du sagst, lass uns scheiden. Oder? Ich weiß nicht. Hast du es von dir aus denn schon mal gesagt? Ja, also ich habe oft gesagt, geh. Und dann hat er immer gesagt, ja, dann geh. Wisst ihr? Traust du dich eh nicht. Ich glaube, der hat gar keinen Respekt mehr vor dir. Ja, das glaube ich auch. Das ist das Richtige. Ja. Und das ist immer der Fehler, wenn man zu sehr klammert und wenn man sich zu sehr klein macht in einer Beziehung. Dann wird der andere, verachtet der andere denjenigen immer mehr. Und das wird in deinem Fall so sein. Der nimmt dich gar nicht für voll mehr. Wenn du sagst, ich gehe, dann wird er sagen, ja, okay, komm. Laberababa, sie geht doch nicht. Mhm. Geh. Geh, geh. Es wird eine schwere Zeit, das glaube ich. Aber ich glaube, dass du es nicht bereuen wirst. Und vielleicht gibt es sogar irgendeine Fügung nach einer gewissen Zeit, dass ihr einen zumindest ordentlichen Kontakt miteinander habt. Das würde ich euch sehr wünschen für das Kind, dass das Kind
in gutem Verhältnis zu beiden Elternteilen steht. Mhm. Möchtest du auch noch ein bisschen mit meiner Psychologin sprechen? Gerne. Ja. Dann kann dir meine Psychologin auch noch ein paar Anlaufadressen geben, wo du dich hinwenden könntest, um dir noch ein bisschen einige Hilfe zu holen. Ja, gerne. Ja. Ja. Okay. Ich danke dir, Domian. Ich höre deine Sendung jeden Abend. Sabine, dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay. Alles Dankeschön. Gute von ganzem Herzen. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema morgen Abend. Sagen wir morgen. Morgen ist Donnerstag. Jetzt ist ja schon Donnerstag, aber ich sage immer morgen. Also morgen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema, diese Frau macht mir Angst. Ich möchte gerne mit euch über böse Frauen, auf jeden Fall über Frauen reden, die euch Angst machen oder die euch mal Angst gemacht haben. Wenn ihr euch gerne äußern wollt morgen, dann könnt ihr jetzt schon mal mailen unter domian@wdr.de. Samstag ist wieder Promi-Tag hier bei mir und Samstag ist mein prominenter Gast Oliver Pocher. Oliver Pocher ist Samstagabend bei mir zu Gast um 11:30 im WDR Fernsehen und das ist auch wieder eine Telefontalkshow. Dann könnt ihr nämlich auch anrufen und ihr könnt mit dem Oliver sprechen und ihn alles fragen, was ihr schon immer mal Oliver Pocher fragen wollt. Also Samstag mein prominenter Gast um 11:30 im WDR Fernsehen, Oliver Pocher. Sarah, 18 Jahre, guten Morgen. Hallo. Hallo Sarah. Dein Thema. Ja, ich meine Situation ist, ich mache gerade eine relativ schwere Zeit durch. Meine Freundin, meine älteste Freundin, die ich schon seit neun, zehn Jahren kenne etwa, die hat seit 2,5 Jahren Leukämie. Mhm. Und sie hat jetzt seit ein paar Tagen eine Lungenentzündung und liegt seit gestern im Sterbezimmer im Krankenhaus. Und es könnte jeden Moment die Lunge kollabieren, so ziemlich. Mhm. Das heißt, die Situation ist so ernst, dass man wirklich damit rechnet, dass sie stirbt. Ja, mhm. Und das Problem, also mein persönliches Problem, also neben dieser schweren Zeit, ist, dass meine Eltern, dass ich keine Hilfe von meinen Eltern kriege, nach meinem Gefühl, sondern sie machen es eher noch schwerer für mich. Inwiefern? Deine Eltern müssen doch auch deine Freundin wahrscheinlich kennen, ne, seit ewigen Zeiten. Aber, also, ich denke, es ist für sie selbst auch wirklich nicht einfach. Meine Mutter hat selbst meinen Bruder verloren, als ich 3 war und er war 6. Und deswegen schätze ich mal, es kommt bei ihr alles wieder hoch. Aber inwiefern machen sie es dir denn noch schwerer? Ja, also zum Beispiel mein Stiefvater, mit dem hatte ich, der hat mich vor 2-3 Tagen so sauer gemacht, dass ich irgendwann einen Schreikrampf gekriegt habe und dann geheult habe, erst also so zusammengebrochen bin heulend, weil es mir einfach nicht gut geht und es dann wirklich nicht hilft, wenn ich dann noch gereizt werde. Hm, aber und dann ist er ausgerannt und Aber seitdem spricht er nicht mehr mit mir, das zum Beispiel. Aber ich verstehe es immer noch nicht so genau, inwiefern sie es dir schwerer machen. Heißt das, dass sie nicht wollen, dass du ins Krankenhaus gehst? Doch, natürlich. Das schon. Also sie sind so streitsüchtig und... Also über andere Themen auch? Oder ja, mit dem kleinsten Zeug einfach. Ach so, du meinst, dass du eh so belastet bist im Moment und sie nehmen da überhaupt gar keine Rücksicht drauf, sondern belasten dich dann mit allem möglichen Kram und streiten sogar. Ja, genau, und suchen den Streit und auch. Kannst du denn zu Hause darüber sprechen, was du dann im Krankenhaus am Krankenbett deiner Freundin erlebst? Oder wollen die das gar nicht hören? Doch, also sie sind da schon relativ offen, aber ich will auch gar nicht mehr wirklich, also Hilfe bei den Suchen, weil die Dinge, die ich gesagt bekommen habe in der Vergangenheit, waren ziemlich herb, sodass ich da keine Hilfe bei den Suchen habe. Was waren das für Dinge, die du gesagt bekommen hast? Also zum Beispiel vor ein paar Monaten, als meine Freundin, als da etwas vorgefallen ist, wo sie dann 3 Monate für die Transplantation in die Schleuse kommt, so heißt das, wo ich sie dann 3 Monate lang nicht sehe und nicht sicher sein kann, ob sie wieder rauskommt. Da ging es mir am Abend davor, ging es mir sehr schlecht und ich bin zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, dass ich jetzt zu einer Freundin gehe, weil es mir nicht gut geht. Mhm. Und da hieß es dann,
da hieß es dann, Sarah, ich weiß wirklich nicht, was dein Problem ist. Du weißt das jetzt schon seit 2 Jahren, du musst es eigentlich akzeptieren. Du kannst nicht wegen jedem kleinen bisschen so einen Aufstand machen. Verstehe. Es gibt überhaupt kein Mitgefühl. Ja, oder jetzt reiß dich ja nicht mal zusammen, du bist nur am Rumheulen. Andere gehen raus und helfen, was machst du und solche Sachen dann. Ich verstehe aber nicht, wie sowas überhaupt über die Lippen kommen kann und ernst gemeint sein. Wissen Sie, wie ernst es im Moment um deine Freundin bestellt ist? Du hast gerade so im Nebensatz gesagt, Transplantation. War das noch geplant, dass sie transplantiert wird? Das wurde schon, also es gab, zuerst wurde es mit Chemo bekämpft, dann gab es einen Rückfall, dann kam die Stammzellentransplantation, und dann gab es wieder einen Rückfall und der zweite Rückfall bedeutete dann den Tod. Ziemlich, der ist dann sicher. Deine Freundin ist in deinem Alter? Ja, genau. Auch 18 Jahre alt. Ja, ich bin mit ihr so aufgewachsen. Wie oft bist du jetzt im Krankenhaus? Ich war gestern da und ich wollte heute auch wieder, aber heute ging es nicht, weil sowieso schon so viel los war. Ist sie, wenn du da bist, ist sie noch ganz klar und erkennt sie dich? Ja, sie ist voller Morphium, aber ansonsten alles, also ganz klar, aber... Weiß sie, wie schlimm es um sie steht? Ja, natürlich. Sie hat mir das selbst gesagt. Also jeden Moment, jede Stunde kann... ich habe sie auch da sitzen sehen und sie spuckt Blut. Also es ist eigentlich relativ klar. Ist die Situation so, dass man sagen kann, es gibt hundertprozentig keine Hoffnung mehr? Ja. Ihre Lunge ist voller Sekret und... also man zählt eigentlich nur noch die Stunden oder Tage. Wenn sie das dir so erzählt hat, wie geht sie denn für sich damit um, dass sie in diesem jungen Alter von 18 Jahren jetzt sterben wird? Und ich weiß es auch nicht. Sie war immer so eine Kämpfernatur und das bis jetzt auch noch. Und aber es wird für sie natürlich auch alles zu viel und sie ist auch, als ich sie vor 2 Tagen gesehen habe, war sie leicht genervt und leicht angenervt von allem und aggressiv, aber also würde man sich selbst in der Situation vorstellen, dann hat sie sonst Angehörige, Eltern, Freunde, die sie auch besuchen, oder ist sie relativ alleine? Ja, doch, also ich sollte ja heute nicht kommen, weil so viel los war gerade. Bist du ihre allerbeste Freundin? Ja, das ist auch nochmal so ein Problem. Ich war früher auf jeden Fall und dann gab es mal einen großen Streit und haben wir dann die Bindung zueinander so verloren. Und das dann eine Woche später gab es dann die Nachricht, dass sie Leukämie hat. Und jetzt, also seitdem habe ich nie wieder so die Bindung zu ihr gefunden. Aber ihr habt dann in diesen 2 Jahren, seit 2 Jahren weiß sie das, dass sie Leukämie hat. Ja, genau, 2,5. Genau. Habt ihr aber dennoch wieder Kontakt miteinander gehabt, immer wieder mal? Ja, genau. Aber nicht so extrem eng wie früher? Doch, also wir haben sehr viel Kontakt, aber trotzdem ist immer so das leichte Gefühl da, dass es nicht mehr so ist, wie es mal war. Machst du dir Vorwürfe, dass du auch damals eine Mitschuld hattest, dass es dann so zerbrochen ist, oder dass es den Streit gab? Hast du ihr das gesagt, dass es dir leid tut? Wir hatten nur darüber vor 2,5 Jahren, als ich sie gesehen habe und sie hat mich gefragt, was soll denn das? Also vor einer Woche hast du mich noch das und das beschimpft, also was nichts allzu Schlimmes, aber und jetzt, wo ich krank bin, kommst du wieder? Und dann habe ich ihr gesagt, also ich denke, aus sowas lernt man dann, dass solche Kindereien wirklich überflüssig sind und da muss man drüber stehen. Würde es dir gut tun, wenn du es ihr nochmal sagen würdest, wie sehr leid es dir tut? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist jetzt schon länger her. Dennoch glaube ich, wenn man das Gefühl in sich trägt und wenn man das Gefühl hat, da ist irgendwie doch noch irgendein Schatten über allem, finde ich, dass man vor allen Dingen in einer so ernsten Situation das durchaus nochmal sagen kann. Ja. Das ist auf alle Fälle gut und sicher wird sie sich auch darüber freuen, wenn du es nochmal sagen würdest. Wenn dir das wirklich danach ist, dann sag es, dann tu es. Nicht, dass du hinterher es vielleicht bereust und denkst, hätte ich nochmal mit ihr gesprochen. Ja. Schlimm finde ich wirklich das Verhalten deiner Eltern, muss ich nochmal sagen. Das macht man einfach nicht, wenn
wenn die Tochter in einer solchen Lage ist und darüber so hinwegfegt und wirklich. Ja, und ich weiß, ich will auch gar nicht mehr heimkommen und so. Und Das ist, also ich glaube, das mit meiner Freundin könnte ich noch so hinkriegen, aber das, das zieht mich noch so weiter runter. Und da gibt es auch gar keinen. Ich habe auch versucht, mit ihnen zu reden. Ja, das wollte ich gerade sagen, ja. Versucht, also ich habe sie gebeten, dass sie bitte mich einfach in Ruhe lassen sollen, weil ich erwarte ja nicht mal mehr irgendwelche schlauen Sprüche oder so, die mir da weiterhelfen. Das erwarte ich von keinem. Aber und was haben Sie darauf gesagt? Ja, sie absolut nicht drauf eingegangen und wieder nur angegriffen. Was habe ich? Das habe ich überhaupt nicht getan. Schlimme Lage. Dann wirst du wahrscheinlich gar nicht viel machen können. Wenn du jetzt schon das Gespräch gesucht hast und sie blocken ab und es bringt überhaupt gar nichts, ist wahrscheinlich das Klügste, sich einfach innerlich zurückzuziehen. Das abprallen zu lassen und über kurz oder lang zu sehen, ich meine, du bist jetzt 18 Jahre alt, dass du auf eigene Füße kommst und dass du erstmal auch auf eine räumliche Distanz gelangst zu deinen Eltern. Also ausziehen geht absolut nicht. Ich wohne schon ziemlich weit weg im Haus sozusagen. Aber ich will einfach nur in Ruhe gelassen. Ja, genau, dass du dich jetzt einfach ein bisschen zurückziehst, vor allen Dingen jetzt auch in der Situation, dass du jetzt nicht an zwei Fronten noch emotional kämpfen musst. Ja. Besuch deine Freundin, wir wollen hoffen, dass sie noch ansprechbar ist morgen. Und wenn du das nochmal sagen möchtest, dann sag es ihr. Ja. Ich glaube, das ist gut. Okay. Meine liebe Sarah, alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Ach, noch eine Sarah. Heute ist der Sarah-Tag. Hallo Sarah, 20 Jahre alt diesmal. Hallo. Ja, hallo. Grüß dich, was ist denn dein Thema, Sarah? Also mein Thema ist, ich habe eine Beziehung seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren? Ja. Und ich habe jetzt meinen Freund seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Wie, seit 2 Jahren nicht mehr gesehen? Ja. Also seit 7 Jahren zusammen, aber seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Wie geht das? Ja, also ich habe, da wo ich herkomme, habe ich da erstmal gelebt 7 Jahre. Woher kommst du, wenn ich fragen darf? Aus Tunesien. Aus Tunesien? Ja. Ja. Und da habe ich ihn kennengelernt. Und wie lange bist du jetzt hier in Deutschland schon? 2 Jahre. 2 Jahre. Perfektes Deutsch. Gratulation. Ja, ich bin hier geboren und bin hier zum Kindergarten gegangen und in die Grundschule. Und dann wieder nach Tunesien zurück? Ja, da war ich 12. Ah ja. Und jetzt wieder in Deutschland. Okay. Und ich habe ihn jetzt seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Das hat sich so ergeben, also in den ersten Sommerferien konnte ich nicht gehen, weil ich ins Krankenhaus musste. Ja. In den zweiten Sommerferien war das so, dass das Geld nicht gereicht hat und wir, also ich und meine Familie, nicht gehen konnten. Ist er so alt wie du? Ja. 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 War er schon mal in Deutschland? Nein. Nein. Also das besteht auch nicht die Möglichkeit, dass er dich mal besucht hier? Ja, das ist ziemlich schwer, so mit dem Visum und sowas. Ja. Das halt immer ziemlich kompliziert ist und so. Ist deine Familie eingeweiht in diese Liebe oder ist das eine heimliche Liebe? Nein, die wissen das. Die wissen das und die befürworten das auch? Ja, am Anfang nicht, da gab es ziemlich viele Probleme, aber danach später schon. Ja, und die Familie des Jungen, deines Freundes, wissen die Bescheid und wollen? Ja, die, ja. Ja, und die sind auch damit einverstanden. Hallo? Hallo Sarah. Die Leitung steht, so sehe ich es, aber ich höre nichts mehr. Hallo Sarah? Hallo? Dann drücke ich die Leitung erstmal hier weg, Hinweis an meine Regie, und dann holen wir die Sarah, versuchen wir die nochmal zu holen, wenn das irgendwie geht. Jetzt geht es weiter mit Susanne. 25 Jahre alt. Hallo Susanne. Hallo. Grüße dich. Dein Thema. Mein Thema ist, ich habe einen verheirateten Freund. Ja. Und kenne ihn schon seit 15 Jahren, war auch schon mal mit ihm zusammen. Seit 15 Jahren, da warst du 10. Ja. Aber da warst du noch nicht zusammen. Nein, wir waren das erste Mal zusammen, als ich 13 war, und aha, das zweite Mal mit 18. Ja, und jetzt? Und jetzt das dritte Mal. Und wie lange dauert dieses dritte Mal jetzt schon an? 3 Monate. 3 Monate, das ist ja noch nicht so lang. Nee. Und damals mit 18, wie lange dauerte es da? War das dann von 13 bis 18? Nein, nee, wir waren zwischenzeitlich getrennt, weil meine Mutter sich damals zu viel eingemischt hat. Ja. Und sind dann wieder zusammengekommen, als ich 18 war, waren dann bis ich 19,5 war ungefähr zusammen.
Also es ist so eine Stückelbeziehung, ne, kann man sagen. Ja. Fing ganz früh an und dann immer so ein Häppchen. Ja, und das hat sich damals auch nur getrennt, weil er halt hier bei uns keine Zukunft mehr gesehen hat. Ist dann nach Bayern gezogen. Ja. Und hat da dann halt seine jetzige Frau kennengelernt. Ja. Und so hat sich das dann halt getrennt. Und jetzt wohnt ihr aber nach wie vor sehr weit auseinander. Nein, er ist wieder zurückgezogen. Mit Frau? Ja. Aha. Mit Frau und zwei Kinder. Mit zwei Kinder. Ist er so alt wie du? Nein, er ist 29. 29. Zwei Kinder und eine Frau hat er und ist wieder zurückgezogen in deine Gegend, in eure Gegend. Ja. Er wohnt 5 Minuten von mir entfernt. Oh. Und seitdem er jetzt zurückgezogen ist oder so ungefähr, hat das dann wieder angefangen mit euch zu schnacksen? Nee, auch noch nicht ganz. Er wohnt jetzt schon wieder 3 Jahre hier. Ach so. Ich bin dann aber auch eine ganze Zeit auf den Weg gegangen, wollte ihn auch gar nicht sehen. Mhm. Und dann haben wir uns zufällig vom Zahnarzt getroffen, ja. Obwohl ihr nur 5 Minuten auseinander wohnt. Habt ihr euch so lange nicht gesehen? Ja, das geht immer ganz gut. Man kann ganz gut einen aus dem Weg gehen, wenn man es nicht will. Ja, ja. Und jetzt habe ich aber das Problem, er ist verheiratet. Ja. Ist er glücklich verheiratet? Er sagt nein. Er sagt, er hat jetzt auch schon mehrmals mit ihr telefoniert, wo ich dabei war. Mhm. Hat ja auch gesagt, dass er wohl eine andere hat. Mhm. Aber sie akzeptiert das wohl auch nicht so. Hat er das in deiner Anwesenheit ihr gesagt, dass er eine andere hat? Ach, ja. Du hast das selbst gehört? Ja, ich saß neben ihm. Da hat er gesagt zu seiner Frau, pass mal auf, ich habe eine andere. Hat er auch gesagt, ich bin gerade bei dir? Ja, hat er auch gesagt. Ist ja auch krass, ne? Ja, er kann sich nur halt nicht von ihr trennen, wegen finanziellen Gründen, weil die jetzt erst gekauft haben und die ganzen Kredite, da würden beide total pleite gehen durch dann. Mhm. So, und sie beachtet ihn anscheinend wohl nicht mehr. Wieder mal ein gutes Beispiel dafür, dass man sich auf keinen Fall so finanziell verstricken sollte, dass man hinterher nicht die Freiheit hat, sich dann zu trennen, wenn es wirklich kaputt ist. Ne? Man darf nicht wegen finanzieller Dinge zusammenbleiben, um Himmels Gottes Willen. Das habe ich Ihnen das auch gesagt. Das darf man nicht. Da macht man sich gegenseitig so kaputt. Ruinös ist das. Das habe ich Ihnen auch gesagt. Vor allen Dingen leiden ja auch seine Kinder darunter. Ja, natürlich. Das heißt, wenn er das schon so offen sagt, ist doch wahrscheinlich da nur Zank und Streit zu Hause, oder? Ja, er ist Kellner im Restaurant. Ja. Und er ist sehr viel am Arbeiten. Er geht von morgens bis abends arbeiten, ist dann abends noch 1-2 Stunden hier und fährt dann auch erst nachts nach Hause. Er sieht morgens seine Kinder 2-3 Stunden. Und das war's. Und da habe ich gesagt, das kann es auch nicht sein, weil seine Kinder haben gar nichts mehr. Ich habe selber auch 2 Kinder. Und ich habe gesagt, er soll sich wenigstens um seine Kinder kümmern. So, jetzt habe ich vor einer Woche ein Kind von ihm verloren. Und seine Reaktion darauf war, er tut so, als ob gar nichts gewesen wäre. Vor einer Woche? Du hast gerade gesagt, ihr seid erst drei Monate wieder zusammen. Ja. Und dann bist du gleich schwanger geworden von ihm. Ja, direkt. Warum? Ja, ich habe Antibiotika gekriegt. Ja. Und er hat offensichtlich keine Gummis benutzt. Ganz genau. Mhm. War zwar nicht sehr Sollte sehr er, schlau. Ne? Mhm. Solltet ihr aber schon tun. Ja, das wissen wir auch in Zukunft und das werden wir jetzt auch tun. Ja, denn dadurch werden die Probleme noch komplizierter. jetzt geht es ja erstmal darum, dass... Aber du bist... Ich gehe mal davon aus, ich habe es gar nicht gefragt, du hast keinen Freund. Nein. Nein, du bist frei und offen und... Ja, ich bin... Und du möchtest ihn gerne zurückhaben. Ja. Du möchtest gerne mit diesem Mann zusammen sein. Ganz genau. Du liebst diesen Mann. Und du hast den Eindruck, dass er dich auch liebt. Ja, er versucht sehr viel Zeit hier bei mir zu sein. Er sagt mir auch, dass er mich liebt. Mhm. Und das sagt er eigentlich... Er ist so ein Mensch, er sagt es nicht einfach so. Er sagt es wirklich nur, wenn es so ist. Mhm. Das Ganze dauert jetzt 3 Monate an. Ja. Die Ehe scheint völlig kaputt zu sein, wenn er sich so verhalten hat, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Meine ganzen Freundinnen alle saßen hier und er hat zu ihr klipp und klar am Telefon gesagt, pass auf, ich liebe dich nicht mehr, ich habe eine andere und jetzt lass mich in Ruhe. Er hat das sogar in Anwesenheit von anderen noch gesagt. Also nicht nur du warst da, sondern auch Freundinnen von dir. Das ist ja Wahnsinn. Er lebt es auch offen aus, gegenüber meiner Ex-Schwiegermutter, gegenüber meinem Ex-Schwager, gegen all meinen Freunden. Bist du sicher, dass da wirklich eine Leitung, eine Verbindung war? Oder hat er einfach so in den Telefonhörer reingeschaut? Sie hat angerufen. Bei ihm auf dem Funktelefon?
Ja, sie hat erst mich angerufen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, woher sie meine Nummer hatte, da habe ich mich total erschrocken. Das heißt, sie hat da schon was gewittert, oder wie? Ja, scheint so. Mhm. Und ich habe dann auch nicht großartig mit ihr gesprochen, ich habe dann einfach aufgelegt. Und dann hat sie 2 Minuten später, da habe ich nur gesagt, pass auf, jetzt geht gleich dein Handy, deine Frau geht dran. Mhm. Warum? Ich sehe, sag ich, die hat mich jetzt gerade angerufen. Das ist ja verrückt. Also er hatte vorher noch nichts erzählt von dir. Oder doch? Zu Hause? Ja. Die war, ist erst einen Tag vorher von ihren Eltern aus zurückgekommen, mhm, weil ihre Eltern wohnen noch in Bayern. Ja. Und er hatte zu Hause nicht großartig viel erzählt. Ja, umso seltsamer, dass sie denn dass sie deine Telefonnummer hat und weiß, ja, also ist das irgendwie durchgesickert. Wahrscheinlich, wenn ihr so eng beieinander wohnt, ist das irgendwie rumgetratscht worden. Ja, seine Mutter wohnt direkt eine Straße weiter. Nun gut. Wie geht das jetzt weiter? Letztendlich muss er die Entscheidung treffen. Er ist ja derjenige, der handeln muss. Ja, er muss handeln. Er ist derjenige, der handeln muss. Oder du musst irgendwann, ich meine, es ist ja nun wirklich noch relativ frisch, oder oder auch du musst irgendwann handeln, wenn du sagst, ich kann das so, auf der Basis kann ich das nicht leben. Ja, ja. Aber du solltest ihm jetzt schon ein bisschen Zeit geben, er scheint ja doch in sehr großen finanziellen Verstrickungen da zu sein, die Verpflichtungen. Ich glaube, es gibt keine finanzielle Verstrickung und Verpflichtung, die man nicht auch irgendwie lösen kann, wenn man das wirklich will. Ich glaube, das geht immer. Und ich finde, man sollte es auch tun, wenn die Beziehung zwischen zwei Menschen kaputt ist. Ja, aber ich habe ihm ja gesagt, dass ich ihm die Zeit gebe. Ja. Dass ich warte und dass ich auch zu ihm halte. Ja. So wie du ihn einschätzt, glaubst du, dass er auch wirklich jetzt alle Energie da reinsteckt, um aus dieser Verstrickung da rauszukommen? Ja. Er muss jetzt zum nächsten Ersten, also wird er wohl gekündigt und hat aber auch schon direkt wieder eine neue Arbeit, damit er direkt weiterarbeiten kann, damit er die ganzen Kredite abbezahlen kann. Also Susanne, ich würde auch an der Stelle, das tust du ja auch so, wie du es gerade gesagt hast, lass ihm Zeit, etwas Zeit. Ja. Er muss es entscheiden. Und dann wünsche ich, dass ihr das schafft, dass ihr wirklich zueinander kommt, dass er da rauskommt. Aber lass es nicht zu lange mit dir machen, das ist nie gut. Nee, das habe ich ihm auch gesagt, dass ich das zu lange nicht aushalten werde, weil allein ich habe auch 2 Kinder und die hängen auch mittlerweile an ihn, die fragen auch jeden Abend, wo ist er oder morgens, wo er ist. Und So, und zudem werdet ihr sehr schön verhüten jetzt, ne? Ja. Das ist jetzt ganz oberstes Gebot. Ja, ich habe jetzt auch eine Operation vor mir und dann kann das auch nicht mehr passieren, weil wir sind uns beide einig, wir wollen keine Kinder mehr. Ja, ja. So. Und dann ist das schon in Ordnung. Drücke ich die Daumen, dass ihr zueinander findet und dass das alles im Sinne von allen Beteiligten einigermaßen gut geregelt wird, die Situation. Ja. Alles Gute von Herzen. Alles klar, danke schön. Tschüss. Tschüss. Sarah von gerade, lese ich gerade, ist im Funkloch und wir kriegen sie nicht. Irgendwie klappt es nicht. Dafür machen wir weiter mit Edeltraut. Und Edeltraut ist 58. Hallo Edeltraut. Hallo Domian. Ja. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ich habe schon mal mit dir gesprochen. Aha. Und zwar ich bin ganz, ganz glücklich. Ich habe am Sonntag meinen 35. Hochzeitstag. Gratulation. Kann man schon vorher ein bisschen gratulieren. Ja, ich hoffe, ich schaffe es noch. Ich habe mir nämlich sehr viel vorgenommen dafür. Ja, am Sonntag, jetzt diesen Sonntag ist das. Jetzt diesen Sonntag. 35. Hochzeitstag. Ja. Mann, lange Zeit. Ja, ich muss dabei sagen, ich bin eine Patientin ich habe Krebs, ich bin im Endstadion. Mhm. Aber der Wunsch, den möchte ich mir nicht nehmen lassen. Mhm. Ich möchte noch einmal alle meine Kinder, meine Verwandten von meiner Mannsseite, ich selber habe keine, und die Tic-Tac-Oma von meinen Enkelkindern nochmal bei mir haben und auch bekochen. Mhm. Ich fahre morgen Mittag mit meinem Mann Fleisch holen, viel heute Mittag. Ja. Und ja, ich werde denen einen schönen 35. Hochzeitstag bieten. Ja. Die Kraft hast du noch, bei deiner schweren Erkrankung noch einkaufen zu gehen? Ja, die Kraft habe ich schon. Ich bin zwar etwas langsam, ich habe auch schwerbehindert, also ich kann bis vor die Tür einkaufen fahren. Mhm. Ich habe eigentlich Probleme mit dem Laufen, aber ich bin eine Kämpfernatur, ich bin ein Wider. Ja, ich höre das schon in der Stimme so, ne, wie du sprichst.
Erzählst du uns nochmal, welche Art von Krebs du hast, welche Art von Krebs du hast? Ich habe Lungenkrebs. Mhm. Ich bin vor 2 Jahren ins Krankenhaus gekommen wegen einer Unterleibssache. Mhm. Da kam man nicht weiter mit mir und dann hat man festgestellt, ich hatte in kürzesten Tagen 6 Kilo abgenommen. Mhm. Und ja, dann hat man mich auf die Innere gelegt und die haben dann festgestellt, da ist was, was da nicht an die Lunge hingehörte. Mhm. Ich habe aber nur noch eine Lunge, und zwar die linke. Die rechte ist mir schon mal entfernt, von vor 20 Jahren. Warum? Auch wegen Lungenkrebs. Auch wegen Lungenkrebs, damals? Ja. Mhm. Ja. Und damals gab man mir nur ein halbes Jahr zu leben. Mhm. Ich lebe immer noch. 20 Jahre überlebt. Ja, und ich möchte auch noch sehr, sehr lange leben. Ja. Nur ich denke mal, der Körper spielt nicht mehr mit. Mhm. Ich bin sehr abgemagert. Ja. Kann man die jetzige Phase der Erkrankung, manchmal sagen die Ärzte ja, wir können keine richtige Aussage machen, wie lange ein Mensch noch lebt. Nein, das sagen die auch nicht. Ich bin ganz einfach austherapiert. Mhm. Ich war in Essen in der Uniklinik. Ja. Man kann für mich nichts mehr tun. Also da ist nichts mehr mit Chemo, da ist nichts mit Operationen. Doch, Chemotherapie hatte mir mal angeboten. Mhm. Da war ich hier bei meinem Onkologen. Und der hat nur zu mir gesagt, es ist nur ein Aufschieben. Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, also von Schieben halte ich nichts. Mhm. Also ich möchte schon jetzt ohne Apparatemedizin auskommen. Hast du denn, so wenn du jetzt zum Beispiel, während wir beide miteinander reden, oder auch so den ganzen Tag über, hast du Schmerzen? Ja, ich habe Schmerzen, Domian. Mhm. Aber ich kann die... Sind das also Schmerzen dann in der Lunge? In der Lunge, beim Atmen. Beim Atmen, beim Husten. Ich habe Schmerzen. Und bekommst du gute und für dich verträgliche Schmerzmittel? Ich sträube mich gegen die Schmerzmittel. Mhm. Ich möchte die erst nehmen, wenn gar nichts mehr geht. Mhm. Du bist aber eine tapfere Frau. Nein, ich bin nicht tapfer, Domian. Auch ich habe Angst. Ja, schon, aber manch einer würde, ich glaube, ich würde dann auch sagen, ich nehme die jetzt schon ein, die Schmerzmittel, damit ich nicht Nein, dann darf ich ja kein Auto mehr fahren. Ach so, verstehe. Ab und zu, dann flippe ich aus, dann muss ich rausziehen, dann muss ich mich ins Auto setzen und dann fragt mein Mann, wohin fährst du? Ja. Ich sage, ich frage dich doch auch nicht. Dann fährst du einfach so ein bisschen rum, oder wie? Bitte? Dann fährst du einfach so ein bisschen rum. Ja, fahre ich rum. Ja, so dann zu... Da muss ich mich richtig abreagieren. Ja. So, jetzt lass uns über den Hochzeitstag sprechen, am Sonntag. Was soll denn alles gekocht werden? Was hast du vor? Also ich werde Rinderrouladen machen. Ja. Ich werde Rinder- und Schweinebraten machen. Aha. Ich werde Spargel holen. Aha. Ich möchte eine Gemüseplatte machen. Spargel? Gibt es jetzt Spargel? Natürlich. Ja, ich bin kein Koch, ich weiß es nicht. Ich denke, die Spargelzeit ist vorbei. Na, okay. Ja, komm mal bei mir zu essen. Im guten Geschäft bekommst du auch frischen Spargel. Ah ja, gut, habe ich das auch gelernt jetzt. Ich werde eine Gemüseplatte machen mit Blumenkohl, Spargel. Mein Mann möchte gerne Bohnen im Speckmantel haben. Mhm. Bekommt er, weil er die sehr gerne isst. Ja. Ich habe Angst vor dem Tag, aber ich werde erschossen. Was? Du wirst erschossen? Ich werde erschossen. Verstehe ich nicht. Ich habe Angst vor dem Tag, ja, aber ich werde den Tag schaffen. Du wirst den Tag schaffen, ja. Ich habe es akustisch nicht verstanden, ja. Ja. Wie viele Gäste sind denn eigentlich geplant? 20. 20 Leute, das ist natürlich eine Menge Arbeit. Hast du denn jemanden, der dir so ein bisschen zur Hand geht? Das ist ja eine Riesenarie, das alles zu kochen. Domian, ich mache es selber. Alles? Ich fahre heute Mittag mit meinem Mann Fleisch kaufen. Ja, ja. Und fange heute Abend an, die Rouladen zu braten. Ja. Und die kann ich ja im Kühlschrank stehen. Ich verstehe. Also da ist keine Hilfskraft, die ein bisschen... Nein, möchte ich nicht. Alles machst du alleine. Natur alleine. Wie ist denn das Fest geplant? Also das ist dann ein Mittagessen wahrscheinlich, ne? Oder ist das mit ein, Kaffee und Kuchen. Mit Kaffee und Kuchen und dann am Abend klingt es dann aus. Dann können die nach Hause gehen. Dann können die nach Hause gehen und dann bist du mit deinem Liebsten alleine. Ja. Ja. Und das ist jetzt so ein Ding, wo du sagst, das will ich noch schaffen. Das war mein Wunsch, wo ich darauf hingearbeitet habe. Mhm. Deswegen habe ich auch die Chemotherapie nicht mehr gemacht. Hast du Angst vor dem Sonntagabend, wenn alles vorbei ist? Auch. Mhm. Ich war mit meinem, hatte ich deinen Mitarbeiter gerade gesagt, ich war vor kurzer Zeit beim Beerdigungsinstitut und habe da für mich selber alles geregelt. Mhm. Das heißt, ich möchte nicht in Deutschland beerdigt werden, ich möchte nach Holland, ich möchte da anonym beerdigt werden. Ja, warum in Holland anonym?
Domian, es geht ums Geld. Ach so. Das kann ich besser jetzt Sonntag ins Essen stecken. Ja, gut, die Auffassung ist natürlich sehr zu respektieren, wenn dein Mann das auch so möchte. Wir haben lang genug darüber gesprochen. Ich meine, ich mache es jetzt 20 Jahre mit. Ich habe auch mit meinen Kindern gesprochen. Meine Kinder sind etwas verstreut in der Welt. Ja. Und ich möchte nicht, mein Mann wird auch nicht jünger, dass es dann am Wochenende heißt, es müsste mal jemand zum Friedhof. Verstehe. Und das ist tatsächlich billiger, wenn man sich in Holland und anonym beerdigen lässt, als... 1800 Euro. Kostet das? Mit allen drum und dran. Was ich nur unverschämt war, das muss ich dir jetzt sagen. Ich wohne nahe beim Friedhof. Also wenn ich hier zu Hause sterben würde, würde ich zum Friedhof gebracht. Das sind noch nicht mal 1 Kilometer. Da müsste mein Mann 120 Euro bezahlen. Wahnsinn, ja. Weißt du, was ich zu meinem Mann gesagt habe? Immer, ich bin so klein und leicht, kannst du mich denn nicht selber hinbringen? Weil du hast ja Humor, Mann. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unfassbar, in deiner Situation so zu reden. Mann. Ich habe auch Angst, Domian. Bist aber eine tolle Frau, muss ich dir sagen. Aber wirklich. Und soll ich dir noch was sagen? Bei mir kommt freitags oder donnerstags, gerade wie er Zeit hat, immer ein Pastor. Ja. Ein evangelischer Pastor. Mit dem kann ich sowas von toll reden. Wir reden nicht über die Kirche, wir reden nicht über das Sterben, wir reden über alles. Ja. Und es tut mir sowas von gut. Ja. Bist du denn ein religiöser Mensch? Jein. Ich glaube an was. Ja. Genau wie ich, mein Enkelkind wohnt hier mit im Haus. Die Kleine ist 7 Jahre. Die Kleine weiß, Oma ist krank. Ich habe meinem kleinen Enkelkind erzählt, wenn die Oma nicht mehr hier ist und du guckst abends aus dem Fenster, dann siehst du die Sterne und ein Stern davon ist Oma. Ich sah und ein Stern, der blinkt dann mit dem Auge. Weißt du, was meine Enkeltochter gesagt hat? Na was? Oma, und wenn die Sterne nicht da sind, habe ich gesagt, dann habe ich keinen Bock, dann bin ich müde. Wie alt ist die Kleine? 7. Sie ist jetzt gerade in die Schule gekommen. Glaubst du an ein Weiterleben in irgendeiner Form? Ja. Ist die Angst größer vor dem Sterben als die Angst vor dem, was dann eventuell sein wird? Nee, die Angst vor dem Sterben ist, weil es gerade bei Lungenpatienten die Regel ist, die ersticken. Und ich habe einen sehr, sehr guten Hausarzt, der hat gesagt, ich muss nicht ersticken. Ja. Was kann man dagegen tun? Gibt es da Medikamente wahrscheinlich? Ich weiß es nicht. Ja. Aber er hilft mir dabei. Und ich möchte auch nicht ins Krankenhaus. Ja. Ich habe eine Patientenverfügung. Ich habe für mich und für meine Angehörigen alles geregelt. Sag mal, dass du da so gefasst und so locker und so selbstverständlich drüber sprechen kannst, ist sicher eine Folge, dass du letztendlich seit über 20 Jahren dich mit dem Thema beschäftigst, ne? Ja. Und ich möchte meiner Familie das nicht aufbürgen, dass sie nachher für mich entscheiden müssen. Ich möchte für mich selber entscheiden. Du hast gerade gesagt, Domian, ich habe auch Angst. Ja, habe ich auch. Mischt sich zu der Angst auch große Traurigkeit, nicht mehr dann da zu sein? Ja. Vor allem, wenn ich schöne Musik höre, hier so von Alte Schnulz, Roy Black und Roger Whittaker, da könnte ich weinen. Wahrscheinlich auch, wenn du deine Kinder siehst und deine Enkel. Ja. Ich bin manchmal sehr traurig. Du hast gerade gesagt, du hast alles vorbereitet. Willst du auch eine bestimmte Form der Trauerfeier haben? Wollte ich erst nicht. Ich hatte vor, Klappe zu, Affe tot, ab nach Holland. So, und dann habe ich mich mit dem Pastor unterhalten, hat er zu mir gesagt, er würde gerne meine Abschiedsrede in der Trauerhalle machen. Sagt er, sie können das nicht machen, sie müssen ihren Kindern Gelegenheit geben, Abschied zu nehmen. Ja, finde ich auch eine richtige Ansicht. Vor allen Dingen, wenn du auch so ein gutes Verhältnis zu dem Pfarrer hast, ja, dann wird er schon die richtigen Worte finden. Richtig. Ja. Und das werde ich auch machen. Und dem hast du zugestimmt jetzt? Ja, habe ich zugestimmt. Das kommt mir jetzt auf die Kosten auch nicht an. Dumm, ja, wenn ich nicht mehr da bin, sollen die anderen doch bezahlen. Ja. Liebe Edeltraut, in aller Traurigkeit musste ich jetzt noch ein paar Mal lachen, weil es so erfrischend war, was du gesagt hast.
Weißt du, dass ich manchmal selber lachen könnte? Ich könnte mir vorstellen, ich sitze da oben und gucke auf euch runter und denke, seid ihr alle doof doch. Ja. Kannst mich da oben dann ja auch angucken, abends immer, in der Nacht. Einmal, wenn ich dich kneife, weißt du, ich war das. Liebe Edeltraut, von Herzen alles Liebe. Wirklich alles Liebe und alle Kraft. Wirklich alle Kraft. Domian, ich melde mich nächste Woche nochmal, wenn die Feier gelaufen ist. Ja, bitte, bitte mach es. Bitte, bitte mach es. Mach ich. Und toi, toi, toi für die Feier. Alles klar. Ich bedanke mich. Jo, tschüss, Edeltraut. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema morgen heißt, diese Frau macht mir Angst. Diese, mit der ich gerade gesprochen habe, nur wirklich nicht. Wenn euch eine Frau Angst macht, dann meldet euch bei uns unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet und um 1 geht's los hier im Radio bei 1Live und im Fernsehen, im WDR-Fernsehen. Diese Frau macht mir Angst. In der Technik Michael Jansen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss. 2 Uhr vom Saarländischen Rundfunk Nachrichten. Kiew. Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in der Ukraine hat Oppositionsführer Juschtschenko zur